neben dem unsagbaren Schmerz, den wir empfinden, wenn ein Mensch stirbt, ist es das Warum, das uns massiv beschäftigt. Dieses Warum sie oder er gerade, warum zu diesem Zeitpunkt, warum unter diesen Umständen, warum so früh? Unser Verstand will begreifen, was da los ist, und er scheitert. Er scheitert grandios, und auch ganz ehrlich, ich kann es euch auch nicht sagen. Ich kann euch dieses Warum nicht beantworten. Aber ich glaube, ich kann es ein bisschen verständlicher machen. Vor kurzem war mein Installateur bei mir zur Thermenwartung, und ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht, und er hat mir darauf erzählt, naja, es ist gerade nicht so toll, weil es jährt sich gerade der 2. Todestag seines Sohnes. Sein Sohn verstarb vor 2 Jahren mit 12 Jahren an einem Gehirntumor. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann, wenn ein Kind stirbt. Und er hat mich dann angeschaut und gesagt, weißt Nick, ich würde nur gern wissen, warum musste der mit 12 Jahren schon sterben? Und es hat mich an etwas erinnert, was ich letztes Jahr erlebt habe. Letztes Jahr starb eine Freundin von mir sehr plötzlich, und ich habe die Grabrede dazu gehalten. Also ihr Ehemann hat mich gebeten, das zu tun, und ich habe es gemacht. Und auch sie wurde plötzlich aus dem Leben gerissen. Und ja, und was sagst du dann? Und da ist mir aber ein Gedanke gekommen, der, ich glaube, ganz wichtig ist im Leben und im Tod. Und zwar, die Seele kennt keine Zeit. Die Seele ist strukturlos. Und eine Seele fragt nicht, wie lange du lebst, eine Seele fragt, wie du lebst. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, so hart es für Eltern ist, so schwer, so furchtbar das ist, für jeden Menschen, der jemanden verliert, je früher, und Kinder, umso schlimmer. Aber die Seele fragt nie nach der Zeit. Die Zeit ist eine Erfindung des Menschen, also des menschlichen Verstandes, orientiert an der Natur. Es gibt Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt Tages- und Nachtzeiten. Und wir haben das halt strukturiert, in Tage, in Stunden, in Minuten, in Sekunden, was weiß ich was alles. Aber das kennt die Seele nicht. Unsere Seele kennt keine Zeit. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu begreifen. Ich habe ihm genau das gesagt. Und ich habe ihm auch gesagt, weil ich habe nachgefragt, wie das dann mit seinem Kind war, wie diese Jahre mit ihm waren und so. Und diese Jahre, die diese Familie miteinander verbracht hat, auch wenn es nur 12 Jahre miteinander waren, so denke ich, waren die intensiver als andere, die 60 Jahre miteinander verbringen. Also die Seele kennt keine Zeit, und da sind wir bei einem Punkt, der mit dem Tod ganz wichtig ist zu verstehen. Der Tod ist nichts anderes als der Übertritt der Seele in eine neue Dimension. Man mag es Himmel nennen, man mag es Jenseits nennen, was weiß ich auch immer. Jede Glaubensrichtung ist sich da einig, dass der Tod der Übertritt der Seele in eine andere Dimension ist. Die Seele tritt in eine andere Dimension. Nicht der Verstand, nicht der Körper, es ist die Seele. Und der Verstand ist ein Werkzeug unserer Seele, nicht mehr und auch nicht weniger. Und dieses Werkzeug verliert sozusagen mit dem Tod seinen Boss. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dann ist es auch klar, dass wir den Tod nie verstehen können. Dass unser Verstand da oben, unser kognitives Empfinden, wir das nie verstehen können, was mit dem Tod passiert, weil das passiert eine Etage höher. Es hat nichts mit Verstehen, mit Begreifen, mit Wissen zu tun. Tod hat mit einem zu tun, und das ist Fühlen. Das reine Fühlen. Und in diesem Zusammenhang können wir Fragen nicht beantworten, die damit, wo wir etwas wissen wollen. Der Tod ist unbegreiflich. Der Tod ist aber auch das ultimative Loslassen. Loslassen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben in diesem Leben. Und der Tod ist das ultimative Loslassen. Das Loslassen vom Leben zum Eintritt in diese neue Dimension. Das bedeutet für den Sterbenden selbst und auch für die Familie, für die Angehörigen, für die Freunde, für die Nahestehenden. Es muss losgelassen werden. Und dieses Loslassen stellt uns vor ganz große Herausforderungen. Mein Installateur hat mir auch erzählt bei diesem Gespräch, dass vor 2 Wochen sein Großvater gestorben ist. Und er macht sich unheimliche Vorwürfe, weil es
Sein Großvater war 85, hat in seinem Haus gelebt. Aber es ging dann nicht mehr, weil er stark pflegebedürftig war. Sie haben das zu Hause nicht geschafft. Deswegen haben sie ihn in ein Pflegeheim übersiedelt und innerhalb einer Woche ist er verstorben. Und er macht sich unheimliche Vorwürfe, weil er glaubt, er ist jetzt daran schuld, dass sein Großvater so rasch verstorben ist. Auch das ist eine dieser Fragen, die sich Menschen stellen, wenn sie sozusagen Angehörige betreuen. Und diese Momente, wo sie jemanden in ein Pflegeheim geben, also sie geben ihnen eine andere Struktur, beziehungsweise es kann auch sein, dass jemand zu Hause im Bett ist und im Sterbeprozess liegt, die Angehörigen gehen kurz raus und während sie rausgehen, stirbt derjenige. Sie machen sich auch danach Vorwürfe, warum war ich nicht da? Auch das hat mit Loslassen zu tun. Meinem Installateur habe ich gesagt, ich denke, dass es die richtige Entscheidung war, den in ein Pflegeheim zu geben. Die Struktur seines Hauses, in dem er sein ganzes Leben lang war, hat ihn festgehalten. Er konnte nicht loslassen. Und durch diesen Transfer, durch diesen örtlichen Transfer, war es seinem Großvater möglich zu gehen. Das heißt, es war eine Hilfestellung beim Loslassen. Es ist auch eine Hilfestellung beim Loslassen in einem Sterbeprozess, wenn man kurz den Raum verlässt und in dieser Zeit stirbt die geliebte Person, der geliebte Mensch. Das hat damit zu tun, weil sie dann loslassen können. Es fällt manchmal Menschen nicht leicht loszulassen, wenn die Liebsten rundherum sind. Also auch da keine Vorwürfe machen. Ja, das Interessante, finde ich, hat Sokrates gesagt. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt. Naja, ich werde es nicht ganz richtig zitieren, aber inhaltlich stimmt. Sokrates sagte, der Mensch fürchtet sich vor dem Tod, als wäre er das größte aller Übel. Und dabei wissen wir gar nicht, ob es nicht das größte aller Glück ist. Niemand kennt ihn, niemand hat ihn je gesehen, den Tod. Aber wir fürchten ihn wahnsinnig. Aber dabei könnte er das größte Glück sein auf Erden. Er hat nichts gut gesagt. Also in dem Bewusstsein sollten wir auch leben bis zum Tod. Der Tod ist ein Faktum. Wir kommen auf die Welt und wir wissen, dass wir sterben. Wir sind eine der wenigen Spezies, die wissen, dass sie sterben. Ja? Die meisten Lebewesen wissen nicht, dass sie sterben. Und doch verhält sich der Mensch aber so, als ob er nie sterben würde. Und das, glaube ich, ist etwas, was mich zur letzten Frage bringt, was mich mein Installateur gefragt hat. Er hat gesagt, weißt du, ich mache mir Sorgen, habe ich die Zeit mit ihm wirklich richtig verbracht, die ich mit meinem Sohn hatte? Habe ich ihm genug Zeit geschenkt? Diese Frage kann er sich nur selbst beantworten, aber das ist die Frage, die wir uns auch stellen sollen. Und auch hier geht es nicht um die Quantität der Zeit, sondern um die Qualität der Zeit. Es geht nicht darum, dass ich wahnsinnig viel Zeit mit jemandem verbringe, aber wenn ich Zeit verbringe, dann soll es eine wirklich qualitativ hochwertige sein und ich sollte präsent sein. Also was wir in unserem Leben, glaube ich, aus diesem Bewusstsein des Todes lernen sollten, ist, es geht immer um das Wie. Es geht nicht um das wie lang, es geht nicht um das wie viel, es geht immer nur um das, wie wir gelebt haben, wie intensiv wir gelebt haben, was wir getan haben für uns, für unsere Entwicklung. Und ja, in diesem Sinn wünsche ich euch in diesem Zusammenhang viel Kraft, viel Bewusstheit und wenig Denken. Looking forward.